Ja, hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Lebensart. Diesmal endlich mal wieder im Wald. Ich bin heute unterwegs mit, da ist er, der Dominik. Hallo. Gänsefleisch mal ins Telefon kommen. So, ja, wir sind heute unterwegs im Thüringer Wald. Endlich mal wieder, ist ja doch schon wieder einige Monate her. Und ja, wir wollen heute ein kleines Biwak aufschlagen, ein paar Kilometer laufen, ja, ein bisschen der Natur erleben, wie sie so schön ist hier in Thüringen. Und das Schönste, jeder von uns hat nur ein Epa bei. Wir werden gleich mal reingucken, was da drin ist. Ich habe das jetzt nur mal in eine Tüte umgeschüttet aus dem Paket und bin gespannt. Ja, für 24 Stunden sagt man ja, ein Tag soll das aushalten, dass man ja zumindest nicht verhungert, sagen wir es mal so. Aber ob es unsere Essenslust aushält, darauf bin ich gespannt. Also könnte schwierig werden. Ja, mal gucken. Wir werden gleich mal kurz uns das Ding mal angucken und dann hoffe ich, dass ich nicht gleich alles jetzt aufesse. Und dann stehe ich nämlich da. Erstmal viel Spaß mit dem Video und bis dann. Ja, wir haben jetzt die ersten Kilometer hinter uns, sind jetzt so, ja, sind recht zügig unterwegs heute, haben auch eigentlich für die zwei Tage gar nicht so viele Kilometer vorgesehen, wollen eher, dass wir einfach mal wieder draußen pennen, ein bisschen Essen machen, unser super Epa und ja, eigentlich sollte ein bisschen gemütlich sein, ein bisschen Lager aufbauen und dann werden wir mal sehen, was wir hier auf dem Weg sehen. Ich habe auch die Strecke relativ frei Schnauze gemacht, sage ich mal. Dahingehend auch gleich mal eine Frage, die gestellt wurde, die wir gleich mal beantworten können. Ob wir mit Karte und Kompass unterwegs sind? Nein, tatsächlich heute nicht. Erstens kenne ich mich hier in der Region relativ gut aus. Zweitens haben wir es über die App Komoot einfach eine Strecke zusammengesucht. Macht sich in meinen Augen immer recht gut mit dieser App, weil man einfach auch verschiedene Sachen einfach direkt markieren kann. Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo man mit Karte Kompass wandert. Aber ja, wenn es schnell gehen soll oder unkompliziert, dann ist es mit dieser App eigentlich immer recht einfach gemacht. So, wir werden mal reingucken, was wir in diesem EPA-Paket bei haben. Wie gesagt, ich habe es jetzt bloß, das ist in so einem Karton verpackt gewesen. Ich zeige es nachher bei Digi mal, wie das aussieht, dieser Karton. Und da war das Ganze drin. Ich habe jetzt einfach wegen Transportmaß, sage ich mal, weil der Karton ziemlich sperrig ist, in eine Tüte umgeschüttet. Und wir schauen uns einfach mal, was wir da drin haben. Und ja, ich werde dann schon entscheiden, ob ich hungrig oder satt sein werde. Mal gucken, bin gespannt. So, was ich jetzt schon von außen sehe, ist Bundeswehr-Schokolade. Lecker. So, gut. Fangen wir mal an mit Roggenmischbrot aus der bewährten Bundeswehrdose. Was ich jetzt hier noch sehe gleich, sind verschiedene Abpackungen mit Marmelade, Erdbeer und Aprikose. Wunderbar. Frühstück ist zumindest gerettet, zumindest zwei Scheiben. Und wir haben hier einmal Jagdwurstcreme und Schinkencreme. Also man braucht nicht mehr kauen, wunderbar. Kann man einfach so rausnehmen. Gut. Wie schon erwähnt, die Bundeswehr-Schokolade, die ist eigentlich recht lecker, die esse ich zwischendurch immer noch. Und dann geht es weiter mit Trinkwasser in Tüten. 1, 2,
drei. Und dann, oh, perfekt. Die leckeren Panzerplatten von der Bundeswehr. Mm. So, bevor wir die Tüte nehmen, haben wir hier Hackfleischröllchen mit Gemüse und Reis. Na, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann gibt es hier noch einen kleinen Zipbeutel. Da sind so verschiedene Sachen drin. Schauen wir mal. Ich als Nicht-Kaffeetrinker bin schon begeistert. Kaffee. Wunderbar. Kann Dominik haben. Ich tausche gegen den Teebeutel. Kaffee weißer. Nicht schlecht. Ist ja alles dabei. Wer soll denn so viel Kaffee saufen? Noch mehr Kaffee weißer. Was haben wir hier? Streichhölzer. Was ist das? Salz. Feinzucker. Nochmal Zucker. Dann haben wir weiter. Getränkepulver, Isotonik zweimal, ein Maggi-Brühwürfel, ein Teebeutel schwarzen Tee und ich sehe noch zweimal isotonische Getränkepulver und für die einsame Nacht Taschentücher oder zum, ja, wenn die Hackröllchen wieder raus wollen. Ja, das ist alles drin im EPA, eigentlich nicht schlecht. Aber ob man da 24 Stunden satt wird, aber gut, es ist ja nicht zum satt werden. Das muss man auch mal feststellen. Aber zumindest ist alles mit drin, zwischen süß, herzhaft, Wasser, selbst Streichhölzer. Eigentlich recht gut durchdacht. Bin gespannt, ob wir das damit überleben können. Ich freue mich schon auf das Trinkwasser aus dem Alubeutel. Aber ich habe eine Tasse bei, da kann ich es reinmachen. Gut, wir gehen erstmal weiter. Ja, das ISO-Getränk. Mal gucken. Orange scheint es zu sein. Ja, wie Elektrolytlösung halt. Klar, wird das gleiche mit sein wie diese Elektrolytlösung, die ich auch für die extremeren Wanderungen und so weiter nutze. Dass halt der Mineralienhaushalt vom Schwitzengrad und so weiter natürlich aufgefrischt wird. Dazu sind ja im Endeffekt diese isotonischen Getränke da. Und ja, wir haben jetzt hier einen wunderschönen See entdeckt. Und ich denke mal, wir werden heute nach der Wanderung hier zurückkommen und hier pennen. Also wirklich echt, echt schön hier. Und ja, die Sonne. Wenn man überlegt, es ist knapp Ende Oktober jetzt, also kurz vor Ende Oktober. 22. Oktober ist heute, wo ich das Video aufnehme. Ist schon echt herrlich. Wirklich richtig schöner Oktober. Aufs Wohl und auf das schöne Wetter. Wieder ein bisschen weitergekommen. Suchen gerade nach einer schönen Aussicht, weil ja, Wetter hat sich enorm aufgeklärt. Als wir los sind, war es noch ein bisschen bewölkt und leicht diesig. Aber jetzt schönster Sonnenschein, selbst in der Region hier oben im Thüringer Wald, wo es eigentlich immer schlechtes Wetter ist. Herrlich. So, schauen wir mal, wo wir hier. Ja, jetzt wieder runter, ging die ganze Zeit bergauf. Oh, das ist der Garant, der ich mich schon wieder hinpacke irgendwo hier. Ja.
Upp. Ja, ohnehin fallen, Sebastian. Heute ohnehin fallen. Oh, guck mal, wie Dominik läuft. Da musst du springen. Wie ein junges Reh? Ja. Du machst schon mal lieber an, wa? Falls ich mich hinpacke. Ja. Nee, heute mal nicht mitgeht. Vor allem nicht hier an den Stein, das ist die Knie. Ah, na klar. Ein schön glitschig hier alles. Aber was ein richtiger Bergsteiger ist. Guck dir an die Höhe hier. Bestimmt 50 Meter runter. Von unten Film, dann sieht's höher aus. Bundeswehr. Der will hier mal hochklettern. Gucken wir mal an jetzt hier oben. Ja. Kann ich dir Keks anbieten? So, ich habe hier so einen Aufstieg gefunden. Dummer, ich will nicht hoch. Muss ich mal hochkommen. War wieder wahrscheinlich eine dumme Idee, hier hochzugehen. Vor allem runtergehen. Das Hochgehen geht meistens. Oh Gott. Eieieiei. Ich will da aber hoch. Das sieht echt gut aus. Oh Mann, du kannst ja nicht mal mehr hier festhalten. Schön ist das nicht hier. Hat die okay einen Griff oder irgendwas? Mit Rucksack würde das toll werden hier hoch. Etwas dunkel hier drin. Eine Frage, die aufkam, war, was machst du dafür oder dagegen, besser gesagt, dass du dir keinen Wolf läufst? Also für die, die nicht wissen, was ein Wolflaufen ist, wenn es in der Innenseite der Oberschenkel schubbert, dann kann das, die Haut sich ziemlich reizen. Und tatsächlich muss ich offen sagen, ich hatte lange das Problem, dass ich mir einen Wolf gelaufen habe. Ähnlich war es mit den Socken, das Thema hatten wir schon öfter, mit den Füßen. Aber jetzt ja zum Thema Wolf,
Eincremen hilft halt viel, dass die Haut geschmeidig bleibt. Man kann mal Vaseline nehmen. Ja, man kann irgendeine Creme nehmen, die zumindest die Haut, sage ich mal, geschmeidiger macht. Das macht viel aus. Hirschteil kann man wie mit für die Füße. Bei Boxershorts darauf verzichten, dass die Boxershorts Nähte haben, weil Nähte sind ein Garant dafür, dass es auch mal anfängt zu schubbern in den Schenkeln. Feuchtigkeit vermeiden, richtig, Dominik, gut, ist ja richtig Frage-Antwort-Spiel hier. Ja, Dominik hat auch so geflüstert, gerade von vorne. Feuchtigkeit vermeiden, richtig, man kann zum Beispiel pudern, man kann Babypuder nutzen als Beispiel. Gibt halt verschiedene Sachen, also alles, was man bei den Füßen nutzt, kann man ähnlich auch dort benutzen. Und ja, wer sich schon mal Wolf gelaufen hat, weiß, dass es echt ekelhaft sein kann. Ja, lüften, Hose da auf zum Lüften, hilft wirklich, muss ich sagen, um die Feuchtigkeit rauszubekommen. Außer wenn andere Wanderer von vorne kommen, den Lüftungsschlitz wieder schließen. Wir sind jetzt wieder bei dem kleinen See hier angekommen hinter mir. Ja, man muss sagen, relativ, ich kenne den See ja mit mehr Wasser. Man sieht, hier ist eigentlich sonst ja, der Wasserstand und enorm zurückgegangen. Aber gut, ist jetzt so. Trotzdem haben wir uns das Ding jetzt hier als Schlafplatz für heute ausgesucht. Ja, wie immer mit unserem Glück fängt es natürlich beim Aufbau an zu regnen und erstmal schnell jetzt hilfsmäßig hier das Tarp aufgespannt, ein bisschen abgespannt, das heißt beim Trocknen sitzen. Wir werden uns ja gleich nochmal um die näheren Abspannpunkte kümmern. Zumindest sind wir jetzt erstmal im Trocknen, aber optimal ist das jetzt hier gerade noch nicht. Werden wir gleich nochmal korrigieren, wenn es etwas weniger regnet. Aber naja, wir sind es ja nicht anders gewohnt. Ich hab ja übrigens. So, der Regen ist jetzt endlich vorbei und wir konnten jetzt noch mal ein bisschen das Tarp justieren. Ja, haben zwischendurch schon mal, oh, wir kommen noch zu sehen, ist relativ dunkel schon geworden. Ja, Holz haben wir schon mal besorgt, werden den Hobo jetzt gleich anschmeißen und dann werden wir uns die Epas kochen. Ja, da freut sich der Dominik schon, weil er hat nämlich entdeckt, dass er Jägertopf hat. Ja, ansonsten, Dominik ist schon fleißig, macht hier für den Hobo das Holz klein. Und ansonsten, falls man das Abbereich ist eingerichtet, ich lasse meinen Schlafsack und meine Isomatte immer noch eingepackt. Aus verschiedenen Gründen. Ja, gucken, ob wir noch ein bisschen Licht haben. Ja, ja, ansonsten ist es wirklich schön hier. Kleines Gewässer im Hintergrund. Ja, und ich schmeiße jetzt mal den Hobo an.
So, Feuer ist an, EPA bereit und jetzt werden wir es mal auf dem Hobo raufstellen und dann wird es, denke ich, relativ schnell warm sein und dann gibt es endlich was zu essen. Ich habe echt Hunger auch. Ja, Fazit jetzt erstmal von dem Fertiggericht. Wie sagt die Karte, so Hackröllchen. Also satt werden ist auf jeden Fall anders. Ja, ist halt Energielieferant wahrscheinlich und für abends wahrscheinlich auch so eine psychologische Sache für Soldaten. Aber ja, man soll ja auch nicht satt werden in einer Krisensituation oder in einer Situation, wo man sowas dann halt zu sich nimmt. Ja, Digi, was sagst du dazu? Also, der Jägertopf, der ist ganz lecker eigentlich. Fehlt halt nur ein bisschen Gewürz, aber das ist dann halt immer der Ansichtssache, gell? Aber wie gesagt, für eine Mahlzeit, dass du was Warmes im Bauch hast, ist es okay. Ja, ging auch relativ schnell, war. Das ist, ja. War ja vorher gart, die ganze Sache. Am Hobo, nur 2-3 Minuten eigentlich nur, wa? Das ging fix, ja. Erledigt. So, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Dominik, weißt du, eine Uhrzeit? Wird erst 8:30 oder so sein, wa? 8:45, ja. Aber tatsächlich, ja, wir haben jetzt schön gegessen, noch ein bisschen geplaudert. Und, ja, werden jetzt hier mal langsam das Licht ausmachen und schlafen. 8:45. Ja, war das letzte Mal im Bett 8:45. Aber ja, wenn man den ganzen Tag tatsächlich so draußen ist, ist es ja immer so, abends, ja, man ist ja doch fertig von der ganzen frischen Luft. Und bin gespannt, ich hoffe, es regnet jetzt nicht nochmal. Ja, Luftfeuchtigkeit ist halt relativ hoch durch den Regen hier, weil ja natürlich die ganzen Pflanzen jetzt abdünsten. Und ja, unterm Tarp ist es ein bisschen feucht, aber denke mal, ist in Ordnung. Ja, ansonsten wunderschöne Schlafstätte hier natürlich mit dem See. Werden wir morgen früh bei Sonnenaufgang natürlich sehen. Wird natürlich echt schön werden. Ansonsten wünsche ich uns eine gute Nacht. Ja, einen schönen guten Morgen. Dominik, der ist schon fleißig, wie ich sehe. Ja, Nacht war eigentlich ganz gut, schön warm. Im Schlafsack, oh, aber ja, 100-mal wach gewesen, wie immer, wenn ich draußen schlafe. Ja. Wir werden jetzt mal aufstehen. Dominik macht Rührei mit irgendwas. Aber wir haben kein Rührei, ist das Problem. So. Dominik? Guten Morgen. Gut geschlafen? Nein. Das ist immer gut. Schlecht schlafen ist das Beste. Ja, schlecht ja. Schlafen ist das Beste. Dominik hatte mich vorher nicht geguckt, wie er schläft. Als er sich hingelegt hat, hatte er eine schöne Kuhle. Das ist angenehm für den Rücken. Du bist ja nicht rückenkrank oder so, dadurch geht's ja. Nö, ich bin ja da fit. Aber mit dem See hier ist natürlich wunderschön am Morgen. Dominik will jetzt angeln. Nackig. Nackig? Nackig. Den Wurm ins Wasser halten und dann gucken wir mal, was da fängt. Genau. Nee, ihr habt erstmal Frühstück. Dominik hat schon den Tränk gemacht und wir haben ja noch die Reste unseres E-Paars. Njam, 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 njam. Wir haben noch schönes, leckeres Bundeswehr-Dosenbrot und ja, Marmelade zum Frühstück und auch Wurst. Und Brühwürfel habe ich auch noch und. Mann, ich werde hier 6 Wochen mit auskommen mit dem Paket. So, dann machen wir mal das leckere Brot auf. Ja. Gott sei Dank mit Zugrahmen. Ich habe keine Dosenöffner. Oh. Ist ja wie eine Untersuchung schafft das Essen hier. Trockenmischbrot. Wenn man in der Gefangenensammelstelle in Berlin war, hat man auch mal dieses Brot bekommen um 18 Uhr. Echt? Und dazu eine Scheibe Käse. Ja. Riecht richtig wie Hundefutter. Ja, das wird doch. Nee, geht vor mir hoch. Also. Ja, schmeckt nicht nach Schinken unbedingt, aber also Schinkencreme soll das sein. Ich würde es tatsächlich auch eher eine andere Kategorie, so leberwurstmäßig. So, und wir hatten unseren Beutel Schwarztee, den ziehen wir uns jetzt noch hin. Und ich habe noch 2-mal isotonisches Getränk. Oh. Jetzt noch ein bisschen Erdbeerbrot. Stimmler köstlich fruchtig, Konfitüre extra. Ja, Erdbeerbrot. Auch sehr lecker. Kann man essen. Also als Frühstück ist es recht angenehm hier, ganz mit der Marmelade und alles. Ja, reicht eigentlich auch zum Frühstück, für mich zumindest. Tolle Tasse. Wo ist denn die her? Die habe ich im Shop von Lebensart bestellt.
Und trinkt sich super draus, oder? Ja, schön Emaille. Und dieses wunderschöne Motiv. Ups. Wahnsinn, Wahnsinn. Auch super. So, wir fangen jetzt schon mal an mit Abbauen so langsam. Wir haben jetzt 8 Uhr. Ja, haben jetzt hier Frühstück gehabt und haben das Tab schon mal zurückgeklappt, um unsere Sachen aufzuräumen. Ja, wir räumen jetzt erstmal zusammen und dann melde ich mich gleich wieder. Ja, so. Wir haben abgebaut, alles wieder im Rucksack verpackt, soweit wie möglich. Und ja, werden uns jetzt langsam auf dem Rückweg machen. Rückweg ist der gleiche jetzt natürlich wie gestern, der Hinweg. Daher brauchen wir jetzt da nicht großartig nochmal das ganze Film. Ja, kurzes Fazit von mir erstmal. War ja auch ein bisschen so Testlauf für das Winterbiwak, daher ein bisschen Ausrüstung ausgetestet. Ja, bin eigentlich weitestgehend mit den Sachen zufrieden. Ich habe jetzt ja die BW-Zeltheringe genommen gehabt. Die haben sich richtig gut gemacht, das hat wenigstens vernünftig gehalten. Auch eine gute Sache, neu gewesen. Der Hobokocher, top. Ich habe mir da, wie gesagt, ein, zwei Unterlagen, also so eine Unterlage für den Hobokocher noch geholt, so eine hitzebeständige Sachen. Und ja, für das Zunderteil diesen Lederfetzen, den ich euch gezeigt habe. Ansonsten bin ich da eigentlich recht zufrieden mit dem ganzen Zeug, weiß zumindest wintertechnisch. Weiß jetzt wintertechnisch auch, was ich auf jeden Fall noch verbessern werde bis zum Biwak. Und ja, das EPA reicht in meinen Augen vollkommen aus. Also ich habe immer noch 2-3 Brotscheiben drin. Habe noch zweimal was zum Bestreichen des Brotes auf jeden Fall. Vorletzte Tüte mit Isogetränk habe ich jetzt gerade mir fertig gemacht gehabt. Auch das reicht in meinen Augen vollkommen aus. Kekse habe ich noch ein paar und ein bisschen Schokolade. Also ich glaube, für 24 Stunden reicht das völlig aus und ja, von den Kilokalorienzahl sind es auch 2000. Ich habe mal grob rübergerechnet, was ich jetzt gesehen habe. Ich werde das nochmal eventuell genau aufschlüsseln und dann durchrechnen. Aber 2000 Kilokalorien, also was der Tagesbedarf so ist, sind auf jeden Fall damit gedeckelt. Man wird jetzt nicht übermäßig satt. Also für mich reicht es. Also ich bin jetzt nicht so ein Riesenesser, aber für Dominik, der ist viel mehr. Der braucht 3 so eine Epas am Tag. Und ja, nee, passt alles soweit. So, Dominik, was sagst du? So in den letzten 24 Stunden? Ja, das war also jetzt vom Wetter her hat alles gepasst, bis auf unseren kurzen Regenschauer. Und ja, bis auf meine Kuhle haben wir eigentlich auch einen guten Schlafplatz gehabt. Also du zumindest. Ja, das reicht ja, oder? Ja. Hauptsache du schläfst gut. Nö, aber ansonsten, Essen hat auch gereicht, war gut. Ja. Und auch die Kombi vom EPA ist eigentlich auch annehmbar, wo du sagst, ist für jeden was dabei, Süßes, Salz, Zucker, ist halt alles das, was du so brauchst. Ja, ansonsten, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich habe gut geschlafen. Das ist das Wichtigste. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich Daumen nach oben, Video teilen, ganz wichtig, euren Freunden von diesem Kanal erzählen, ganz wichtig, und die Glocke abonnieren. Dann seht ihr auch immer, wann ein neues Video rauskommt. Ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass ihr da einen Hinweis bekommt. Ansonsten, ja. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sebastian und Diggi. Tschüss.